Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu den ganzen Spiel Civilization 5. Wir sind Dänemark. Wir haben das portugiesische Reich um zwei Städte verkleinert, erleichtert. Und ich habe mich um ein Sandwich vergrößert. Man sieht es nicht, aber Essen hält Leib und Seele zusammen. Wir haben also den Krieg erklärt bekommen von dem zweitschwächsten, von der schwächsten Zivilisation in diesem Match mit Österreich. Wir sind jetzt auf Platz 2 gesprungen, 596 Punkte. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass uns nichts passiert. Wir haben keine Einheit verloren. Das läuft überraschend besser als bei den letzten Aufnahmen. Aufnahmen als beim letzten Let's Play. Ihr werdet euch erinnern. Mal gut, mal schlecht. Den Kill hier nehmen wir mit dir mit. Ach, come on. Wirklich. Dann nimmst du den Kill mit. Aber da ist ein Ritter. Jetzt haben wir schon einen Vorbildungspunkt investiert. Du könntest... Na, was soll dir schon passieren? Komm. Nimm die Genauigkeit auf einem Geländefeld und greif ihn hier an. Wobei ich mich frage, wieso da nur 18 Punkte bei rumkommen. Und greif auch an. Ach, Mann. Also, der Ritter hier, der gefällt mir gar nicht. Aber wenn wir jetzt wassern, dann ist halt die Galeasse da. Wobei die Galeasse ist eine Fernkampfeinheit. Die kann uns nichts. Bombardierung kann keine Nahkampfangriffe ausführen. Dann geht's zu Wasser. Und du auch. Du kommst hier rüber, hast in der nächsten Runde die Möglichkeit, da anzugreifen. Und du kannst ihn hier töten. Und gegen den Ritter solltest du mit den Punkten eine gute Chance haben. Dann bleibt uns hier... Bleiben uns hier leider keine andere Wahl, außer den Kill mit dir durchzuführen. Und jetzt haben sie auch keine Nahkampfeinheiten, die die Stadt einnehmen könnten. Es geht trotzdem hier hin, für den Fall der Fälle, dass Greenbrad doch irgendwie eingenommen wird. Dann sind wir safe. Oh, großer Händler, den hätte ich gern. Selbst, aber was man nicht alles gerne hätte. Fahrradkette. Nö, bleib hier. Nächste Runde. Gegner in der Nähe. Hat sich hier ein bisschen übernommen. Hat sich hier ein bisschen verirrt. Okay, okay, okay. Wir können außerdem plündern. Und Lisboa angreifen. Du kannst in die Stadt, um zu heilen. Und du kannst nach Kaupang, um zu heilen. Als Belagerungseinheit und Waffe können wir dich da nämlich besser gebrauchen. Dann der Kompositpunkt. Geh mal schon auf den Ritter, ne? Hier ist jetzt alles zu. Da können wir nicht, da wollen wir nicht hin. Da können wir nicht hin. Dann geh mal hier hin. Der große General bleibt. Und du kannst... Ich will schon Porto angreifen. Hierhin und in der nächsten Runde hoffentlich hier rüber schießen. Bleib, wo du bist. Nächste Runde. Erwassert. Gegner in der Nähe. Reiterei. Da schau her. Oh, unsere erste Fernkampfeinheit. Gegen Landeinheiten. 33%. Voll gut. Dann mach doch mal hier den Kill. Ah, ich habe gelernt. Fernangriff, zack. 40, auch nicht schlecht. Weit entfernt vom Kill, ich nehm's, bis kommt. Das ist die einzige Einheit, die wir hier angreifen können. Genauso wie hier. Was wir aber machen können, ist in Stellung gehen und ihn töten. Aber das können wir mit dir machen. Und dass wir da mal das mit dir machen können, machen wir mit dir den hier platt. Hoffe ich doch.
Rüber kann man nicht. Da kann man auch nicht wirklich weiter. Und hier sowieso nicht. Lisboa. Wir können von hier aus angreifen und ansonsten ist es richtig gut aufgestellt. Die Position hier müssen wir aufgeben bald mit unserem Kompositbogenschützen. Der wird dann nicht alt. Und was wir noch machen können, ist eigentlich hier rüber, aber ich möchte nicht von Lissabon angegriffen werden können. Und mir ist es auch wichtig, erstmal hier zu bleiben. Er kann ja keine Nahkampfangriffe ausführen. Aber Fernkampf. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt nicht länger hier versauern. So sieht es nämlich aus. Nichts verloren, sehr gut. Wir können wieder angreifen und ihn sogar töten. Aber dann schauen wir, ob wir diesen Kill nicht lieber eine Einheit schenken, die hier jetzt nicht angreifen kann. Das würde zu weit gehen. Dann müssen wir leider den Kill hier mitnehmen und uns hier zurückziehen. Hier könnten wir dann an Land gehen, um anzugreifen. Hier ist gut soweit. Ein Krieger ist nichts im Vergleich zu unseren Trebuchets, die jetzt keine Felder mehr haben, auf die sie gehen können. Wenn es noch Einheiten gibt, portugiesische, dann würden sie ja hier sein. Dann können wir uns hier positionieren und die beiden Felder kontrollieren. Das wird nicht klappen. Und wenn wir da reingehen, werden wir selbst gesniped von Lisboa. Wir nehmen Verteidigung, wassern und kommen hier hinten mit. Coimbra wird nicht angegriffen werden können. Technologie Bauwesen wurde uns gestohlen. Bei uns stiehlt jemand. How the turntables. Wir gehen eins nach vorne, haben keinen Blick auf Coimbra. Aha. Da bringt ja nichts. Wir gehen trotzdem hier rein und plündern erstmal. Porto können wir nicht. Wir können immer noch hier einmal drauf und schießen, wenn wir das müssten. Mit dir sind wir in der Lage, Lisboa einzunehmen, wenn es dann soweit ist. Wir wassern. Wir gehen an Land oder werden uns auch hier der Wut Lischboas aussetzen. Ja, das ist auch gut. Und plündern können wir nämlich auch noch. Und wir können sogar noch auf das Gold, dann können sie das schon nicht mehr nutzen. Um ordentlich zu heilen, gehen wir hier hoch. Und um hier das Bestmögliche rauszuholen aus euren Kräften, gehen wir hier rüber. Wir haben einen Trebuchet verloren. War dann doch zu stark. Gegen Landeinheiten. Wo sind unsere Marineeinheiten? Haben wir die alle verloren? Trier ist wieder am Start. Und Fernkampf ist wieder am Start. Der Berserker muss auch kommen. Urlaub ist vorbei. Und Lisboa. Wir müssen nicht plündern. Das heben wir uns auf. Wird fallen müssen. Du kannst ihn angreifen und töten. Wie gut ist das denn? Du gehst in Position. Tipptopp. Du kannst hier an Land und du weißt nicht, wo du herkommst. Auch sehr gut. Das Gold plündern muss nicht sein. Wir nehmen lieber das hier mit. Nehmen dich mit, dann bekommen hier auch alle ihren Bonus. Ziehen dich raus, holen dich rein. Und jetzt hätte ich unglaublich gerne noch einen Berserker hier.
Aber woher nehmen wir den Stiel? Wir sind bei minus 5 und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Kopenhagen baut einen Hafen, Aarhus baut einen Hafen, Nottingham baut ein Monument, aber keine ba Pagode kaufen mit Glauben. Sind wir auch bei minus 5? Seltsam. Und in London bauen wir eine Wassermühle, warum auch immer. Wir können aber mehr Gold. Gold, 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 Gold. Lass uns ein Kolosseum kaufen, eine Werkstatt kaufen. Oder ist das Kolosseum? Ah. London hat nur 6 Bürger. Ich hätte gedacht, London wäre größer. Komm mal, aus Porto. Wie wär's mit Einheiten? Guck mal, Kaupang. Hat keine Kaserne. Komm mal, aber. Da ist es mir wichtig, dass sie hier schneller da sind, als sie bis 13 können. Wir kaufen uns einen Berserker. Nächste Runde. Werden hoffentlich diese Einheit nicht verlieren. Haben keine Einheit verloren. Kauf mit Glauben möglich, aber keine Pagode. Boah, Junge, Junge, Junge. Aber gut, wir ziehen uns zurück. Hast hier einiges mitgenommen. Großen General mitgenommen. Sehr schön. Du lebst, das gefällt mir sehr gut. Oh, haben wir jetzt. Oh, bitte sei in der Lage bis nach. Ja, okay. Lisboa. Und rein da, Marionette erstellen. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir auch Braga eingenommen haben. Das sollte doch zu machen sein. Bleib hier, oder? Oder gehst du schon dann? Gehst du schon hier rüber? Prager hat schon die weiße Fahne gehisst. Wie sieht's denn aus? Frieden ist ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wo sie noch ihre Chance sieht. Mal gucken. Wir sind bei minus 10, das ist nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Was können wir denn machen? Was können wir denn. Gerichtsgebäude. Was habe ich mir auch bei York gedacht, ey? Da so easy peasy zu annektieren. Gerichtsgebäude später. Gegen Städte doppelt, warum nicht? Prager. Also es ist ja eigentlich relativ einfach. Wir können das erstmal mit unseren Schiffen angreifen. Juchi. Und bekommen auch den Bonus. Ja, sehr gut. Da habe ich natürlich darauf geachtet, dass wir den Bonus bekommen von unserem großen General. Du schaffst es nicht bis nach Lisboa. Schade. Wir wollen hier nicht. Wir wollen Prager kein Ziel bieten. Doch, du bist schon ein Ziel. Aber Prager hat ja auch jetzt nicht die krassen Ritter noch hier am Start. Also keine Fernkampfeinheit. Das passt. Du heilst. Du bleibst da. Solange keine Flugzeuge kommen. Wow. Wow. Er hat wirklich den Berserker. Mit was denn? Einfach nur mit der Stadt oder was? Wie vermaledeit ist das denn? Hier kommen wir gar nicht an Land. Und wie wir gerade festgestellt haben, werden wir. Ja, da müssten wir hin, ne? Auf dieses Feld. Aber mit unseren neuen tollen Fernkampfschiffen sollte das doch kein Problem sein. Da können wir nichts machen. Wenn wir hier hingehen, werden wir getötet. Wir können hier und dann hier wieder. Das ist doch ein Plan. Du wirst hier weiter drauf schießen und du machst diesen Umweg der Frachter. Wir müssen noch 2 Frachter bauen.
nach Dublin für 3 Wissenschaft und 10 Gold, wenn Maria Theresia uns nicht in die Quere kommt. Hoffen wir mal. Und noch ein Frachter. Der fährt nach. Wie kann er beides vorigen Weg haben? Für 10 Gold weiter. 488 Gold haben wir. 17 pro Runde. Das passt. In Lissabon werden wir heilen. In Porto heilen wir. Kuala Lumpur ist neutral. Und werden unseren Schutzversprechen nachgehen. Wale gegen. Ah, hat denn keinen. Aber gut, immerhin tradet sie noch mit uns, ne? 6 Gold, 5 Gold? 5 Gold. Ey, wir brauchen dringend Zufriedenheit. Sonst kriegen wir Rebellen. Und die willst du nicht haben. Können wir plündern? Wir können plündern, ja. Und jetzt gilt es, mit beiden Schiffen anzugreifen. Und hier an Land zu gehen. Da in Position zu gehen. Hier zu wassern. Wir können Prager von hier aus einnehmen, okay. Und du hältst dich bereit und du bleibst da und du da. Für dich habe ich heute leider keine Aufgabe. Das ist zu weit weg. Bis du gewassert bist, dauert es auch. Der Ritter wird aufgelöst, sobald wir das Spiel gewonnen haben. Der kommt hier rüber, nächste Runde. Hoffen wir, dass wir nichts verlieren. Ja, er geht auf den Tribok, würde ich auch. Großer Schriftsteller geboren. Schön zu wissen. Wir machen mal ein großes Kunstwerk. Oh, wir haben zum Glück 7. Gatsby, glaub. Nur noch -7 Unzufriedenheit. Ich weiß nicht genau warum, aber immerhin. Das bringt nichts. Das bringt ein bisschen was. Mehr plündern können wir nicht. Aber das genügt doch noch für einen Angriff. Zusammen mit dir und dir schaffen wir das doch. Tada! Minus 14. Sie hat noch Städte. Wo hat sie noch Städte? Ich dachte, das wäre es gewesen. Funchal. Sie hat in der Eiswüste Funchal auf Madeira gegründet. Eieieiei. Frieden verhandeln ist auch nicht drin. Eieiei, da komme ich nicht. Wie soll ich da hinkommen? Also, es wäre ein einfaches, das einzunehmen mit 16 Verteidigungsstärke, aber bis wir da sind. Eieieiei. Außerdem haben wir jetzt eine direkte Grenze zu Österreich. Mei, geh. Ah. Das will man nicht. Das ist ja bayerisch. Aber, ich meine, so groß ist der Unterschied auch nicht. Ah, gleich mal 1 Million Zuschauer hier verprellt. Wir haben in London die Wahl, Dinge zu bauen. Und das Einzige, was ich sehe, ist die Pagode für 2 Zufriedenheit, das Kolosseum für 680. Und auch da sind wir dann bei minus 10 gerade mal. Er muss. Und das Monument. York, habt ihr Stagnation? Verwaltung von Bürgern? Gold? Wieso denn Gold? Produktion, Produktion. Hä? Und was hat dann London für einen Fokus? Gold. Junge, was stimmt mit euch nicht? England, ey. Kopenhagen hat auch einen Standardfokus. Da würde ich auch sagen, Gold braucht man nicht. Wir brauchen Produktion. Wir brauchen die. Einen Hafen braucht man nicht unbedingt. Was wir nicht brauchen, ist Wachstum. Coimbra. Gehören uns auch, wieso gehören uns gut? Ah, da können wir nichts machen. Das sind, ja. Okay, kann der Ritter Prager einnehmen? Wenn, viel Erfolg. Wir stehen praktisch vor Wien. Wie krass ist das denn? Eine Beförderung. Kopenhagen hat jetzt endlich seinen, was ist endlich? Hat leider seine Aufständigen bekommen wegen der anhaltenden großen Unzufriedenheit.
Zack. So, Trebuchet. Verteidigung ist gut. Und aber in die Stadt. Und hier rein. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Wien wäre ja gar nicht mal so schwer einzunehmen. Mit noch ein paar Einheiten. Was wir machen müssen, ist den Aufständigen Einhalt gebieten. Und das können wir hier nicht wirklich, weil wir gar keine eigenen Einheiten mehr da haben. Acht Runden nur. Ich dachte, naja. Hätte nicht gedacht, dass wir schon so viel Fortbildungspunkte hier aufgebraucht haben. Wir greifen nee, können wir gar nicht. Na gut. Sie hat wenigstens nur Trieren. Das heißt, mit unseren Galliassen sind wir da gut aufgestellt. Zack. So viele Vorbildungspunkte hat das gebraucht. Wir können kostenlos plündern. Nahkampfeinheiten können kostenlos plündern. Fernkampfeinheiten nicht. Wien. Wien können wir von hier, hier und hier aus angreifen. Und Graz mit unseren Schiffen. Galliasse. Hat Trier hat ausgetriert. Aha. So, wir haben weiterhin Berserker, wir haben Belagerungseinheiten. Wenn ihr mich fragt, kann man damit eine Stadt einnehmen? Und du kommst auch hier rein. Heilen und du kommst hier mit an Land. Wo kann man... Ah ja, Kopenhagen kann auch hier angreifen. Sehr gut. Nachdem sie geplündert haben, bringt es zwar nichts. Aber nun gut. Nächste Runde. Die plündern jetzt, was das Zeug hält, ne? Das macht uns zu schaffen. Triere heilt. Und hier würde ich auch... Also wir sind ja im Krieg. Ich habe gerade gedacht, ja, wir warten noch, bis wir einen Krieg erklären, aber müssen wir gar nicht. Wir nehmen gegen Marineeinheiten den Bonus mit. Und schießen hier doppelt. Da spricht wahrscheinlich nichts dagegen, hier an Land zu gehen. Und so ein bisschen rumzuplündern. Ja, warum eigentlich nicht? York kann jetzt hier unterstützen bei der Bombardierung und Kopenhagen kann uns mal eine schnelle, gute Einheit gönnen. Eisenhammer. Berserker dauert halt 7 Runden. Mit einem Pikenier sind wir da besser aufgehoben. 356 Gold brauchen wir, um es zu kaufen. Das wird nicht passieren. Wo ist die Trierin? Und warum? Achso, wir wurden natürlich von der Stadt angegriffen, klar. Graz können wir von da und da aus angreifen. Geht das? Ja. Du kommst hier weiter runter. Du gehst zu Wasser. Du kommst hier rüber. Du checkst hier die Lage. Du willst nicht vor Wien stehen. Wir können hier Graz angreifen. Wir können hier Graz nochmal angreifen. Und werden dann nicht getötet. Nee, von wem auch und wie. Das heißt nicht dahin, das Angreifen. Eieieiei. Missklick. Aarhus baut uns einen Berserker. Und dann haben wir hoffentlich so eine kleine Armee, mit der wir hier zu Hause arbeiten können. Nächste Runde. Wir werden denunziert, auch vom weiteren Gegner. Wir haben keine Einheit verloren. York kann Gegner angreifen. Und jetzt müssen wir mal dringend zurück. Wir können bloß eins Fortbewegung. Will ich aber nicht machen. Ich würde eher doppelt gegen Landeinheiten.
wählen. Ja. Auf Graz drauf. Sorry. Hier in Land gehen und boah, eigentlich will ich ja dahin, ne? Wir gehen hier rüber und bleiben dann da. Trier checkt hier die Lage und sieht, dass alles cool ist. So, also können wir noch ein bisschen retten, was zu retten ist. Kopenhagen wird schon nicht verhungern. Aber unser Eisen steht auf dem Spiel. Okay. Was wichtig ist, ist die Armee zu zerstören. Und das schaffen wir hier mit. Du kommst hier hin und gibst allen deinen Bonus. Du kannst mit einem Mal hier hin und den Ritter angreifen. Das ist doch hervorragend. Du kannst beide angreifen. Du kannst ihn hier zerstören. Du hättest ihn zerstören können. Machst du aber nicht. Wir gehen. Oh, jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Du zerstörst ihn auf jeden Fall und du zerstörst ihn auf jeden Fall. Und Graz kannst du noch nicht einnehmen. Die Triere wird aber auch nichts machen können. Kannst hier rein, du kommst ans Wasser. So sieht es nämlich aus. Und du bleibst auch hier. Du bist die Einheit, die dann Graz einnehmen wird in der nächsten Runde. Während du hier bleibst und du heilst. Und Coimbra hier ein quebeckianischen, quebeckonischen Pikenier angreift. So, Kopenhagen, unsere Hauptstadt, wieder unter Beschuss. Wir haben es überlebt. Wir können plündern. Das machen wir auch. Hier haben wir überlebt und ziehen uns gleich zurück. Hier kann man niemand anderen angreifen als ihn. Wir können hier die Stadt angreifen. Wir können hier die Triere angreifen. Wir können hier Graz einnehmen. Stadtansicht. Da ist ja gar nichts. Wir vernichten die Stadt. In zwei Runden haben wir dann hier kein Problem mehr. Und mit der Galeasse können wir von Süden aus nicht Wien angreifen. Das machen wir dann in den nächsten Runden. Mit dir kommen wir hier zurück. Easy peasy. Bleiben wir da, ja klar. Eins runter. So, wir wollen mit dir auch eher hier hin und das ist über Wasser dann doch schneller. Und da solltest du auch vor Wien sicher sein. So, es geht hier langsam was. Wir können nach Kopenhagen zurück. Da angreifen. Wir sind bei minus 15 leider wieder. Du gehst zu Wasser. Ach so. Und dann doch eins zurück, damit dich der Bösewicht nicht mitnimmt. In London. Marktwissenschaft. Garten. Große Persönlichkeit dauert viel zu lange. Ich würde die Stadt schon gerne verbessern, als jetzt irgendwie. Was haben wir denn eigentlich? Bibliothek, Gerichtsgebäude, Hafen. Ah, er sieht nicht alles. Ich bin im Weg. Kolosseum, Kornspeicher, Leuchte, Monument, Moschee, Pagode, Schreintempel, Wassermühle. Künstlergilde, Werkstatt. Werkstatt wollen wir priorisieren. Graz brennt. In der nächsten Runde ist es ja eh vorbei. Das ist ja egal, was ich hier baue. Du kannst dich noch eins bewegen. Sehr gut. Und der Bautrupp muss nichts machen. 30 Minuten. Eine Runde noch.
Nottingham kann hier hoffentlich die ersten Leute, die ersten Aufständischen töten. Wir gehen mit dir nach York, wir gehen mit dir hier in die Mitte. Und die Bauarbeiter werden jetzt viel Reparatur zu tun haben. Da wollen wir sie nicht bei stören. Kannst du in Coimbra heilen? Ja, das kannst du. Den Bauarbeiter müssen wir, glaube ich, gar nicht angreifen. Wir plündern. Der Berserker kommt hier auch vom Süden her. Der Bautrupp automatisiert. Gehen wir hier drauf? Greifen Wien schon an. Ja, warum nicht? Automatisieren. Dann gehen wir hier auf Wien drauf. Können hier landen. Alles nicht so gut. Du kannst nicht hier. Ach. Na gut, na gut. Und hier rüber. Okay. Wir hoffen, dass er jetzt nicht den Kompositbogenschützen zerstören wird. Gegner in der Nähe ist schon wieder weg. Einheimbeförderung ist getan. Und Kopenhagen, unsere Hauptstadt, kann man es bauen. Und zwar eine Moschee zum Beispiel. Mit Glauben kaufen. Und dann ist die Frage, was wollen wir als nächstes machen? Das werden wir in der nächsten Folge beantworten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Sonn.